Hallo allerseits und herzlich willkommen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist denn das jetzt schon wieder für Bücherregal? Es ist nicht bei deinen Eltern, es ist nicht dein Bochumer Bücherregal. Welches ist es? Es ist das Bücherregal meiner Freundin, bei der ich heute auch drehe. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Klickgeräusche hört, das ist meine Freundin, die neben mir arbeitet. Und Arbeiten ist auch ein wichtiger Ausgangspunkt für die rote Zora von Kurt Held. Eigentlich hieß der Mann Kurt Kleber, aber das ignorieren wir an der Stelle mal. Das Buch ist aus dem Jahr 1941. Und stellt sich so ein bisschen der Frage, beziehungsweise setzt sich damit auseinander, was machen Kinder oder was passiert mit ihnen, wenn sich niemand für sie verantwortlich fühlt. Branko ist ja in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, seine Mutter, eine Tabakfabrikarbeiterin, ist gerade gestorben und sein Vater, ein Geigenspieler, ja, tourt so quasi durchs Land, wenn man so sagen möchte, ist aber super selten zu Hause und eben auch nicht, als Brankos Mutter stirbt. Aus Hunger hebt Branko einen Fisch auf, der auf einem Markt einfach am Boden liegt und wird sofort des Diebstahls bezichtigt. Aus dem Gefängnis befreit ihn dann die rote Zora, die eine Bande anführt von mehreren Kindern und zusammen nennen sie sich die Uskoken, nach Seefahrern und Räubern, die früher in Seng, wo das ganze Spiel, gelebt haben. Gemeinsam kämpfen die Kinder ums Überleben, versuchen sich genug Essen zu besorgen, um eben über den nächsten Tag zu kommen, träumen davon mal, zum Beispiel Kunstschwimmer zu werden, Profifußballer oder Bauer, ganz normale Kinderträume also eigentlich. Aber so einfach ist es nicht. Immer wieder wollen die Erwachsenen auch sehen, dass die Kinder eben für ihre bösartigen Taten, also den Diebstahl zum Beispiel von dem Fisch auf dem Boden, zur Verantwortung gezogen werden, aber gleichzeitig kümmert sich halt kaum jemand um die. Immer wieder haben die Kinder die Möglichkeit, sich zum Beispiel Essen und ein Bett zu verdienen, aber oft genug wird halt einfach nur verlangt, dass sie irgendwie weggehen. Und diese große zentrale Frage, was passiert eigentlich, wenn sich niemand für die Kinder verantwortlich fühlt, ja, wie können die dann überleben, wird auch am Ende des Buches nochmal sehr deutlich beleuchtet. Ich denke, dass das auch ein großer moralischer Konflikt ist. Was passiert mit den Ärmsten und Schutzlosesten in unserer Gesellschaft, wenn sie auf der einen Seite von ganz vielen Möglichkeiten, also von legalen Möglichkeiten ausgeschlossen sind aufgrund ihrer Lebensumstände, illegale Möglichkeiten, aber auch natürlich nicht offen stehen, weil sie illegal sind. Wow, ist das verboten, weil es illegal ist, könnte man sagen. Und es dann eigentlich so gar keine Möglichkeit gibt, wie man über die Runden kommen kann, aber sich gleichzeitig auch niemand verantwortlich fühlt, aber du immer zur Verantwortung gezogen werden sollst. Insgesamt ist Die rote Zora ja eigentlich ein Kinderbuch, aber ich glaube, dass man auch als erwachsener Mensch unheimlich viel aus dem Buch noch lernen kann. Es wird auch als sozialistisches Kinderbuch im Vorwort bezeichnet und ich denke, das passt schon ganz gut von den Werten her, die Kinder vertreten und das, was so am Ende als die gute große Lösung präsentiert wird. Vom Schreibstil her fand ich es eigentlich sehr angenehm zu lesen. Klar, das Buch ist ein bisschen älter, von 1941. Aber es ist auf jeden Fall noch ziemlich gut verständlich und ich glaube, dass auch unsere Kinder, die wir so hätten heutzutage, das Buch auch gut verstehen können, weil ja sehr viele Kinderbücher und Märchenbücher in so ein bisschen leicht altertümlicher Sprache geschrieben sind, aber das geht ja eigentlich trotzdem ganz gut. Was ich super cool finde, irgendwo steht mal, dass Sinti und Roma irgendwas getan hätten in dem Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 1941 noch nicht Sinti und Roma da stand, sondern das Z-Wort und ich finde es gut, dass der Verlag sich, dass jetzt der Sauerländer Verlag dazu entschieden hat, dass man das ja auch mal zeitgemäßer übersetzen könnte, beziehungsweise neu aufarbeiten könnte. Das Buch ist ja eigentlich im Original auch deutsch. Ja, und von der Handlung fand ich es eigentlich immer recht interessant. Klar, das sind jetzt nicht meine großen Identifikationsfiguren. Ich war schon als Kind nicht so das Abenteuergeschichtenkind. Jedenfalls nicht, wenn noch irgendwie keine Fantasy-Welt oder so dabei war. So Alltagsabenteuergeschichten waren eigentlich nie mein Ding, aber tatsächlich hat mir die rote Zora gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ich es als Kind gefunden hätte. Ich finde es tatsächlich mit knapp 500 Seiten für ein Kinderbuch auch ziemlich dick. Ich weiß auch jetzt nicht, wo die Altersempfehlung liegt. Aber insgesamt kann man aus dem Buch viel lernen. Es lässt sich gut lesen. Es hat super interessante Charaktere. Von den meisten erfährt man auch im Laufe der Geschichte so ein bisschen, was die so machen. So, dass man eben auch plastische Charaktere hat, die nicht einfach nur irgendwelche kleinen Silhouetten sind, sage ich jetzt mal, die völlig austauschbar wären. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, dass das Buch immer wieder sehr lustig war, aber auch traurig, dass es einen manchmal echt wütend gemacht hat, wie mit den Kindern umgegangen wurde und man sich sehr mit ihnen freuen konnte. Und eben diese Beleuchtung der Frage, was ist Diebstahl? Kann was gestohlen werden, was auf öffentlichem Grund steht? Wovon soll man leben, wenn man ja nichts hat, aber auch keine Möglichkeit hat, an etwas zu kommen?
Und so, das fand ich auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist ein Buch, was einen sehr zum Nachdenken bringen kann. Und ich glaube, dass das eben auch Fragen sind, die wir uns in unserer, ja, wenn wir sie modern nennen wollen, modernen Gesellschaft immer wieder stellen sollten und uns dann auch fragen sollten, wenn das und das die Antwort ist das dann für alle Menschen gerecht oder ist da vielleicht doch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial nach oben? Und ich glaube persönlich, dass es in den meisten Fällen noch ein großes Verbesserungspotenzial nach oben gibt. Und das war es soweit mit meiner Meinung nach zu Die Rote Zora von Kurt Haidt. Das Buch kriegt von mir den silbergoldenen Bücherengel. Es hat mir also wirklich ziemlich gut gefallen. Es ist eine Leseempfehlung für Jung und Alt. Meiner Meinung nach, klar, wenn man super, super jung ist, ist es vielleicht cooler, wenn die Eltern das Buch vorlesen. Aber ich glaube, dass das auch so ein gutes Buch ist, was vielleicht nochmal öfter in der Schule gelesen werden könnte. Auch vielleicht in höheren Klassen, in niedrigeren Klassen, dann aber mit unterschiedlichen Zugangspunkten. Ich fand das mit der zeitgemäßen Übersetzung oder Neubearbeitung des Z-Worts halt auch gut. Mir hat es gefallen. Das soll es auch erstmal gewesen sein. In dem Sinne, bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.